Geschätzte Damen und Herren, es freut mich außerordentlich, dass ich heute Ihnen über das Gesundheitswesen im Kanton St. Gallen etwas sagen darf. Der Titel ist Wandel zwischen Wunsch und Zwang. Ich muss sagen, vermutlich war es mehr Zwang, dass wir etwas geändert haben, als der Wunsch. Wie sieht der Kanton St. Gallen aus im Jahre 2019? Die Akutversorgung, wir hatten oder haben etwa 515.000 Einwohner, hatten 14 Akutspitäler, davon war es ein Zentrumsspital, also Endversorger, das Kantonsspital St. Gallen. Dann haben wir das Kinderspital, das Ostschweizerische Kinderspital, eine akutgeriatrische Klinik und 8 Regionalspitäler bzw. Spitalstandorte. Wieso Spitalstandorte? Wir waren so aufgestellt, dass es 4 Spitalverbünde gab. In einem Spitalverbund waren 3 Regionalspitäler tätig und in 2 waren es 3 und die restlichen waren 2. Dann haben wir noch 3 Privatkliniken im Kanton. Wir haben gesehen, dass viele Regionalspitäler zum Teil kleine Fallzahlen mit negativen Ergebnissen hatten. Wir haben als eigener Strategie dem Verwaltungsrat vorgegeben, dass er ein EBITDA von 10% erreichen muss. Und weil er das nicht mehr erreicht hat, hat er dann uns eine neue Strategie gezeigt. Es gab vor allem auch fachliche Gründe, die zu einer Reduktion der Spitäler führen sollte. Einmal die demografischen Gründe, chronische und mehrfache Erkrankungen nehmen zu. Also es ist immer wichtiger, dass die Leute multimorbid sind und man muss dann doch auch mehr Spezialisten haben. Dann die medizinisch-technische Fortschritte. Also wir haben immer mehr Fortschritte. Es gibt mehr Instrumente. Sie haben das ja heute Nachmittag auch gesehen. Dann mehr ambulante, weniger stationäre Behandlungen, ambulant vor stationär. Dann gibt es zunehmende Spezialisierungen. Das sieht man, als ich Assistenzarzt war im Kantonsspital St. Gallen, das ist jetzt 30 Jahre seither, da hatte es noch 3 Chefärzte für innere Medizin. In der Zwischenzeit sind es 12 Chefärzte für innere Medizin. Das hat enorm einen großen Wandel durchgemacht. Dann kommt der Fachkräftemangel. Wir wissen, umso kleiner die Einheit eines Spitals ist, umso schwieriger ist es, geeignete Fachleute zu finden, weil die Belastung natürlich in den kleinen Regionalspitälern meistens größer ist als in einem Zentrum. Dann die schlechten finanziellen Aussichten. Wir hatten hohe Defizite, machen aber leider die Defizite immer noch. Hier müssen wir nochmals sanieren, aber dann hoffen wir, dass das letzte Mal ist. Die regulatorischen Gründe, ambulant vor stationär, habe ich schon gesagt, das ist ab 2019. Ab dem 1. April 2022 haben wir die ambulanten Operationen auf 12 erhöht, auf 16 erhöht, Entschuldigung. Dann die zweimalige TARMED-Tarifanpassung, die es gegeben hat, 2014 und 2018. Nicht kostendeckende Tarife. Das ist auch so im Gesundheitswesen. Nicht alle Tarife sind kostendeckend. Vor allem die Tarife bei den Kindern sind sicher nicht kostendeckend. Dann Empfehlungen zu Fallzahlen und zu Qualität und Qualitätssicherung, das sind wir in der Ostschweiz außer dem Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen sind die einzigen beiden Kantone, die die Fallzahlen nehmen für die Leistungsvereinbarung, was ich sehr wichtig finde, weil es ist ein gewisses Qualitätsmerkmal. Dann die Einhaltung eben dieser Mindestfallzahlen. Sie sehen hier, wie der Kanton aufgestellt ist, als wir das neue Konzept machen wollten. Wir haben gesagt, wir wollen noch 4 Standorte von Spitälern, das Kantonsspital, dann Grabs, das Spital Lind, in Uznach und Wiel. Und dann die 5 Spitäler, die geschlossen werden sollten, die wären dann zu Gesundheits- und Notfallzentren umgewandelt worden. Das wäre Rorschach gewesen, Altstetten, Wallenstadt, Wattwil und Flawil. Dann, was ganz wichtig ist und was man der Bevölkerung immer wieder sagen musste,
die Rettungsstützpunkte blieben unverändert. Also die Rettung blieb unverändert, bei der Rettung haben wir nichts gemacht. In der September-Session 2019 und in der November-Session 2019 hat der Kantonsrat diese Vorlage bearbeitet und diskutiert. Es kam zu einer deutlichen Mehrheit, die die neuen Strukturen gut geheißen haben, aber sie haben dann uns noch gesagt, Wallenstadt soll eine Prüfungsaufgabe geben, ob er nicht weitergeführt werden könnte mit dem Kantonsspital Graubünden. Dort sind wir jetzt daran und es sollte so sein, dass das Spital Wallenstadt auf den 01.01.2023 zum Kantonsspital Graubünden hingeschlagen wird. Das ist auch ein deutliches Zeichen. Wir wollen über die Grenzen hinweg arbeiten. Wir wollen nicht mehr die strengen Kantonsgrenzen haben, sondern wir wollen hier doch etwas verändern. Dann gab es eine Volksabstimmung am 13. Juni 2021, was das Volk mit einem klaren Ja zur neuen Spitalstrategie geführt hat. Hier sehen Sie Januar 2021, der erste Spital wurde geschlossen, das war das Spital Rorschach. Es gab zu einer Transformation, es wird weiter betrieben als Spitalambulatorium. Im Juni 2021 dann der nächste Spital, Spital Flawil. Auch dort gibt es ein ambulantes Angebot des Kantonsspitals. Im Dezember 2021 Projekt GNZ Wattwil. Hier hatten wir ein Projekt mit einem privaten Anbieter für Spezialpflege. Da hat die Gemeinde Wattwil abgelehnt und wir mussten dieses Projekt dann schließen oder abbrechen und die Gemeinde hat jetzt das Spital übernommen. Das Volk hat dort auch deutlich zugesagt, dass sie das Spital kaufen können und dort gibt es ein Ambulatorium der Privatklinik Berit Klinik AG. Dann im April 2022 wird das Spital dann endgültig geschlossen, also nächste Woche ist es soweit, dass wir uns zurückziehen aus dem Spital Wattwil. Im Januar 2023 hoffen wir, dass der Kantonsrat Ja sagt zur Übergabe des Spitals Wallenstadt ans Kantonsspital Graubünden, weil für uns ist das jetzt wichtig, dass das Sarganserland mit dem kleinen Spital Wallenstadt, mit dem Kantonsspital Graubünden zusammenarbeiten kann. Die Stimmung ist dort sehr gut und ich bin überzeugt, dass der Kantonsrat hier auch Ja sagen wird. Dann 26, 27 wird dann noch das Spital Altstetten geschlossen. Weshalb so spät? Das ist, weil die ganze Spitalplanung, wir müssen in Grabs noch mehr ausbauen und dort müssen wir Betten bereitstellen, damit wir Altstetten dann auch schließen können. Dann die Spitalstrategie vor dem Hintergrund der Corona-Epidemie. Es wurde natürlich immer wieder behauptet, dass das das Dümmste sei, wenn man Spitäler schließt. Man solle die Spitäler offen lassen, damit eben auch genügend Betten da sind. Aber das große Problem sind ja nicht die Betten, sondern die Fachkräfte. Und es hat uns ganz klar gezeigt, dass in den kleinen Spitälern, in denen es keine Intensivstation gibt, dass die Spitäler nicht geeignet sind, für Corona-Patienten zu behandeln. Und wir haben dann sogar in den kleinen Spitälern die OPs geschlossen, die Operationssäle, und die Leute abgezogen ins Zentrum. Im Kanton St. Gallen haben wir in 3 Spitälern eine Intensivstation und da wurde es nötig, dass man die abgezogen hat. Wir sind überzeugt, dass die Spitalstrategie gezeigt hat, dass auch in einer Pandemie es richtig war, mit weniger Spitälern, aber umso besser ausgestatteten Spitälern zu arbeiten. Was ist die Erkenntnis von der ganzen Geschichte? Die Spitalstrategie ist notwendig, aus meiner Sicht als Mediziner vor allem, dass die Qualität sichergestellt werden kann. Mir geht es nicht so wie vielleicht dem Finanzminister, der vor allem auf das Geld schaut, aber mir geht es darum, dass die Qualität und dass wir attraktive Arbeitsplätze im Kanton bereitstellen können, damit wir auch Fachkräfte erhalten und nicht abhängig sind von
dass wir die Spitäler nicht mehr betreiben können, weil wir die Fachkräfte nicht haben. Dann sind wir überzeugt, dass unsere Spitalstrategie weiterhin eine sehr gute, qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung und eine unternehmerische Sicherheit für die Spitäler gewährleistet. Wir sind auch die Umsetzung der Spitalstrategie dauert eben zum Teil etwas lange, weil man noch Betten herstellen muss oder Betten ausbauen muss. Und die Spitalstrategie, das können wir jetzt im Nachhinein sicher sagen, kam zu spät. Es wäre besser gewesen, wenn die Spitalstrategie etwa vor 20 Jahren gemacht worden wäre, aber damals wäre es nicht möglich gewesen, im Kanton St. Gallen ein Volksmeer zu erhalten. Vielleicht wissen noch gewisse Leute in diesem Saal, dass damals ein Regierungsrat im Kanton St. Gallen abgewählt wurde, weil er Spitäler schließen wollte. Dann glaube ich auch, ein wichtiger Punkt, dass wir jetzt in der Zukunft noch vermehrt machen möchten, ist die Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen. Wir sind im Augenblick mit 6 Kantonen daran, eine gemeinsame Spitalplanung zu betreiben. Und das sollte eigentlich uns gelingen. Wir hoffen das. Das Projekt sollte Mitte Jahr fertig sein. Und das würde dann natürlich zeigen, dass man über die Kantonsgrenzen hinausschaut. Auch ein wichtiger Punkt. Unsere Schritte haben dazu geführt, dass zum Beispiel Appenzell-Ausserrhoden ein Spital geschlossen hat, Spital Heiden und Appenzell-Innerrhoden trotz positiver Abstimmung an der Landsgemeinde sein Spital nicht gebaut hat, nochmals vor die Landsgemeinde ging und die Landsgemeinde hat ganz deutlich dazu gestimmt, dass man dieses Spital nicht mehr bauen soll. Das sind so die Veränderungen in der Ostschweiz. Ich bin persönlich überzeugt, dass das ein erster Schritt ist, dass es aber noch weitere Schritte braucht. Es wird noch weiterhin Änderungen geben müssen. Das Ambulante wird noch weiter in den Vordergrund kommen. Und dort werden wir, wie heute Nachmittag auch schon angetönt, wir müssen mehr sogenannte Gesundheitscampus machen. Ein Teil ist in der Stadt St. Gallen jetzt der Fall, das Kinderspital kommt auf das Areal des Kantonsspitals und dort werden wir einen Campus haben mit der geriatrischen Klinik daneben. Und so glauben wir, dass die St. Galler Bevölkerung weiterhin gut versorgt sein wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.